Herzlich willkommen zur vierten Skalierungsregel, wie du also ein erfolgreich wachsendes Unternehmen aufbaust. Und hierbei ist es besonders wichtig, dass du bei dieser Erfolgsgewohnheit darauf achtest, dass für jedes Ziel, für jede KPI, für jedes Projekt eine verantwortliche Person eingeteilt wurde und auch hier in der Verantwortung überprüft wird. Was bedeutet das ganz genau? Das erste ist, dass du nach deinem Organigramm überhaupt festgelegt hast, welche Ziele für jeden Firmenbereich vorhanden sind. Das heißt, es gibt auf jeden Fall drei Jahres- oder Jahresziele, von denen abgeleitete Quartalziele, Monatsziele, Wochenziele und Tagesziele vorhanden sind. Egal ob Marketing, Sales, Operation, Finanzen, HR, Legal, also der rechtliche Bereich oder auch IT oder weitere Bereiche, die in deinem Unternehmen sinnvoll sind. Die sind vorhanden, aber sie sollten alle Ziele haben. Und für jedes Ziel ist eine Person verantwortlich. Und das wird im Mitarbeitergespräch, im informellen Vertrag auch abgebildet und überprüft. Also der erste Schritt ist, dass du für jede Abteilung klare Ziele entwickelst. Entweder durch Vorgabe der Geschäftsführung oder in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit mit allen Managementbeauftragten und natürlich mit der Person, die für diesen Bereich verantwortlich sind. Und diese Person verpflichtet sich dann auch dieses Ziel zu erreichen. Das ist die Aufgabe, weshalb sie überhaupt im Team ist. Nicht damit alle Arbeit haben und Geld verdienen, sondern die Hauptaufgabe eines Mitarbeiters, einer Führungskraft ist es, die entsprechenden Ziele, die das Überleben der Firma auch absichern, zu erreichen. Und hier wird eine verantwortliche Person für jedes Ziel eingeteilt. Wenn du es also geschafft hast, dass du für jeden Bereich einen Verantwortlichen gefunden hast, und manchmal ist es natürlich so, dass für zwei oder drei Bereiche, zum Beispiel HR und Finanzen, einer verantwortlich ist oder für Marketing und Sales einer verantwortlich ist, dann ist das Nächste, dass diese Menschen auch verantwortlich sind für die Ziele. Um diese Ziele wiederum aber zu erreichen, gilt es meistens, neue Vorhaben umzusetzen. Und Vorhaben, nur der Fachbegriff dafür oder Synonym, das sind Projekte. Es kann also sein, dass im Marketingbereich neue Lead-Kanäle aufgesetzt werden, neue Landingpage, neue Webseite, neue Kanalstrategien entwickelt wird, eine Content-Produktionsstrategie und ein Redaktionskalender aufgesetzt werden. Dann sind das alles einzelne Projekte. Oder im Sales muss ein entsprechender Funnel aufgebaut werden, entsprechende Automatisierungskampagnen aufgelegt werden. Oder im Ops sind die entsprechenden Prozesse neu zu sortieren. Du brauchst Mitarbeiter für die Kontrolle von Fremdleistern oder du brauchst mehr interne Ressourcen. Dann gilt es in die HR-Abteilung. Bei Finanzen brauchst du Buchhaltung, Ausgangsrechnung, Eingangsrechnung, Check. Vielleicht brauchst du eine neue Software, die installiert und automatisiert wird. Und bei Legal brauchst du vielleicht die Datenschutzgrundverordnung als neues Projekt oder eine Zertifizierung. Und im Bereich IT geht es vielleicht darum, eine neue Cloud- und Backup-Struktur aufzusetzen. Wie du also siehst, besteht so ein Unternehmen nicht nur aus Menschen und aus Zielen, sondern auch einer Vielzahl von Projekten. Und das große Übel leider von unserem Gehirn ist, dass es dazu meistens neigt, nur das zu machen, was es entweder kennt, also die Vergangenheit zu wiederholen auf die Zukunft, oder sich diese Aufgaben rauszusuchen, die so schön Spaß machen, die dem eigenen Naturell liegen. Aber so wird keiner erfolgreich, wenn er an den Tag geht, wie auf ein Oktoberfest. Sondern entscheidend ist, dass neue Projekte aus der Zukunft, die Zielerreichung ermöglichen, möglichst schnell umgesetzt werden, und zwar unabhängig von Emotionen und Gefühlen. Und der letzte und wichtigste Punkt ist, dass nicht nur für Ziele und Projekte oder für Abteilungen Menschen verantwortlich einbezogen werden, sondern dass auch für die Messung des Fortschritts auch Menschen verantwortlich sind. So weiß also jeder Kapitän, dass er seine Position und seinen Erfolg nicht an den Wolken oder den Sternen misst, sondern daran, wie viel Knoten er zurückgelegt hat in Abhängigkeit von der Gegenwindsituation und von der Strömungsgeschwindigkeit. Ich muss also wissen, ob ich Ebbe oder Flut habe, ob ich wirklich vom Fleck bekommen bin oder ob ich mich einfach nur bewegt habe auf der Stelle. Und diese Kennzahlen, nur die nennt man Schlüsselkennzahlen. Und der übliche Begriff ist KPIs, also Key Productive Indicators, also Indikatoren, die messen, ob ich vorangekommen bin und zwar in Wirklichkeit meinem Ziel näher gekommen bin. Wie du also siehst, ist es noch längst nicht damit getan, einfach einen Mitarbeiter oder dich selbst für einen bestimmten Bereich einzuteilen oder Ziele festzulegen. Es gilt vielmehr darum, auch Handlungspläne, Projekte zu entwickeln. Aber es muss auch jeden Tag messbar sein, ob in diesen einzelnen Projekten Fortschritte erzielt worden sind. Das bedeutet also, jede Person hat eine Verantwortlichkeit für einen Bereich bzw. Projekte, aber auch für die Kennzahlen. Du musst also wissen, wie viel Traffic ist heute auf deine Webseite gekommen im Marketingbereich. Du musst wissen, wie viele neue Leads sind generiert worden und wie erfolgreich war Sales dabei, diese Leads auch in Order umzuwandeln. Wie erfolgreich wurden die umgesetzt? Mit welchen Kostensätzen, Deckungsbeiträgen? Wie viele Ausgangsrechnungen sind gestellt? Und genauso natürlich, wie weit ist der Fortschritt der Mitarbeiterrekrutierung und Ausbildung gekommen? Das heißt, erst wenn das Gesamtsystem steht,
Erst wenn klar ist, wer für alles verantwortlich ist und dass jeder Verantwortliche auch weiß, was er täglich messen kann, um Kurs-Zielkontrolle durchzuführen, erst dann wächst dein Unternehmen. Erst dann weiß jeder, was er jeden Tag zu tun hat. Erst dann erkennst du, wenn es Abweichungen gibt und wenn jemand Hilfe braucht oder wenn etwas nicht funktioniert und Probleme sind, wo vielleicht neue Projekte und auch Handlungsmaßnahmen entwickelt werden können. Erst dann kannst du in der Summe steuern, erst dann hast du eine relative Sicherheit, deine Ziele auch erreichen zu können, um dann wiederum auch entscheidungsfähig zu bleiben, ob neue Investitionen, neue Büroräume, neue IT-Systeme überhaupt jetzt schon finanzierbar sind oder noch nicht. Wie du also siehst, hört es sich sehr leicht an, jemanden einzuteilen, für etwas verantwortlich zu machen. Aber die wenigsten haben in der Lage auch, sich selbst das System aufzubauen, wie sie ihre Verantwortlichkeit genau definieren und auch messen können und auch kontrollierbar machen. Und die Erfahrung zeigt, dass die meisten Mitarbeiter, die meisten Führungskräfte das nicht so gerne haben. Denn hier wird ersichtlich, ob jemand sein Ziel erreicht hat an dem Tag oder ob es eine verschwendete Betriebsausgabe war, dass dieser Mitarbeiter an dem Tag anwesend war. Zusammengefasst also, es ist von dir als Kapitän deines Unternehmens super wichtig, dass jeder in deinem Schiff das macht, was er machen muss. Egal ob im Maschinenraum, in der Kombüse, am Segel, am Steuerrad. Jeder hat eine relevante, betriebsnotwendige Aufgabe, damit alle überleben, damit alle Lohn und Gehalt beziehen können. Und das ist deine Aufgabe, dass du dieses System als Unternehmer, als Inhaber, als Geschäftsführer installierst, überwachst und auch stetig verbesserst, wenn deine Firma wächst. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Coaches und Berater sind darauf spezialisiert, dich dabei zu unterstützen, diese Systeme entweder zu etablieren oder bei der Überwachung auch zu helfen und hintendran die entsprechenden Handlungsmaßnahmen aufzusetzen, die eine Kurskorrektur oder die eine Kursänderung auch ermöglichen. Gerne kannst du jetzt auch den Kanal abonnieren, das Video mit Daumen hoch liken oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.